Und damit herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Wir sind nun angekommen im letzten Akt, sag ich mal. Wir sind in der letzten Mission und wir werden... Das wird der letzte Part hier sein, auf jeden Fall. Ich weiß, was ich machen muss. Wir sind ganz nah dem Ende und hier vorne steht das Tor auf. Und hier vorne ist alles abgeriegelt. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal rein. Ja, okay, das ist ja ziemlich eindeutig, was wir machen müssen. Nur die Frage ist, wie machen wir das? So, ich müsste irgendwie dort hoch, darüber. Zack. Dann nehme ich mir die Kiste hier. Zack. Die hier noch. Ich muss irgendwie da oben rüberkommen. Dann würde ich sagen, schieben wir die hier weiter. Genau, und jetzt habe ich mich irgendwie eingebaut. Oder? Ja. Doch, ich glaube, ich habe mich jetzt irgendwie eingebaut. Warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe und dann hier hoch komme ich, falle ich da runter. Ah, ich kann hochjumpen, ist ja cool. Okay, dann lass mich mal... Hä? Ach so, da ist so eine Kiste, alles klar. Dann nehmen wir uns jetzt noch die Kiste hier. Zack. Stapeln die hier hin. Wir haben da zwei Kisten. Ich muss mit der Kiste irgendwie dort rüberkommen. Die Kiste. Ich krieg die Kisten da ja so nicht hoch. Nee, das geht so nicht. Wie mache ich das? Bin ich gerade ein bisschen, verwirrt. Wenn ich den jetzt da anschiebe, jetzt habe ich mich aber eingebaut. Was ist denn mit der Kiste hier hinten? So. Ich kann die Kisten so nicht stapeln. Ziehe ich die erstmal wieder zurück. Könnte ich hier rauf. Ich muss es schaffen. Ich weiß. Die muss hier vorne liegen bleiben. So, erstmal so dahin. Dann nehme ich mir die. Ach nein, nicht darauf, George. Aber ist auch nicht so schlimm. So, dann nehme ich mir nämlich die Kiste hier. Zieh die einmal nach hier. Dann hole ich mir die Kiste von hier hin und wir machen so eine Art Dreier-Bewegung. Kisten vorwärts schieben. Ach, was weiß ich denn? Mann, wir tragen Kisten weiter. So, und dann schieben wir die jetzt vorwärts. Und ich frage mich, was er mit dem Vorsprung da auf sich hat. Das bringt doch irgendwie gar nichts, oder? Der kann noch einen weiter nach vorne. Dann hole ich mir... Nee.
Das ist gerade ein bisschen tricky, muss ich sagen. Dann nehme ich mir die Kiste, ziehe die einmal nach hier. Hol mir dann die Kiste dorthin, wenn sie dann passt. Schieb die dort erstmal wieder rein. Und werde die dann jetzt erstmal nach ganz vorne durchschieben. So, zack, zack. Komisch, dass hier überall Kisten rumstehen in Glastonbury. Und komisch, dass sie alle die gleiche Textur haben. Woran das wohl liegen mag? Ich habe keine Ahnung. So, George, lauf hier mal rum. Oh Mann, ey, die Welt könnte jeden Moment zerstört werden und George schiebt Kisten umher. Und wo ist Nico eigentlich? Hat sie bestimmt wieder irgendwie geangelt da und macht da jetzt irgendwelche Spielchen. So. Jetzt muss ich die Kiste erstmal wegziehen. Ey, George, der muss schon irgendwann so eine Arme haben. Wird bestimmt irgendwann voll der Hulk. George, der Hulk, jetzt im Kino. I, Frame-Einbrüche. Jetzt bei mir im Let's Play. So, und dann hier noch. Boah, ist das ein Kistenrätsel, ey. Einfacher geht's ja auch echt nicht. Und dann. Hopp. Und den auch hier hin. Blub. Und dann können wir. Nee, George will schon hochgehen. Genau, und hier nochmal hoch. Und dann stellen wir uns hier auf die Mauer und schieben die Kiste dort gegen. Klettern hoch. Ich werde nochmal speichern. Und dann hier rüber. Los, Nico, ein bisschen hoch, aber so kommen wir rüber. Und wie kommt ihr wieder zurück? George, du musst den Großmeister aufhalten. Ich kümmere mich um dieses Aas. Kommt zu mir! Hier bin ich! Euer Diener! Hören Sie mit dem Wahnsinn auf, um Himmels Willen! Die Drachenenergie erfüllt mich! Ich sehe alles! Die Vergangenheit! Die ganze Schöpfung! Die Zukunft! Sie werden uns alle umbringen! Diese Kraft wird mich unsterblich. Ja! Oh, verdammt! Was? Was geschieht mit mir? Nein! Ja! Oh. Ja, das Ganze wird jetzt hier ein bisschen fantasiereich, aber wir haben schon gesehen, der Drache ist jetzt endgültig befreit worden. Ritter zu werden war vielleicht doch nicht der beste Karriereschritt gewesen. Nein, bitte werdet niemals Ritter. So, und hier vorne haben wir etwas, was wir schon kennen. Durch Berührung änderte sich nichts.
Das Schwert steckte immer noch im Stein fest. Okay, können wir bei ihm vielleicht noch was machen? Ritter zu werden war vielleicht doch nicht der beste Karriereschritt gewesen. Okay, was habe ich denn dabei? Sicherheitsausweis. Steinzylinder. Das würde ich auf keinen Fall tun. Wieso nicht? Das Schwert steckte immer noch im Stein fest. Vielleicht. Nein. Durch Berührung änderte sich nichts. Das würde ich auf keinen Fall tun. Aber vielleicht den Schlüssel nicht. Alufolie da. Wow. Erhebt euch, Sir George. Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Puh. Ich dachte eben, da steht Nico. So, ich werde... Oh nein, ich kann nie speichern. Ich weiß, dass du widerlichen Mundgeruch hast. Scheiße. Oh, gerade so. Oh. Verdammt. Vielleicht muss ich erst dahinter, dann wieder kurz rauskommen und dann wieder zurück, George, du Idiot. Und dann lädt er sich auf. Und dann könnte ich ja hier hinten mal in die Deckung. So ähnlich. Wenn ich das dann mit der Steuerung hinbekommen würde. Jetzt lade ich doch mal auf, du Idiot. Jetzt. Ich will speichern. Los. Lade dich auf. Verdammt, Mann. Lade dich auf, lade dich auf, lade dich auf. Lad dich auf, lad dich auf. Warum tust du denn nichts, Mann? Nein! Meine Scheiße, ey. Natürlich, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ist klar. Schaffe ich doch nicht mehr. Doch. Ich
Hey, du dummer Drache. Komm schon. Sag mal was? Höhö. Ein bisschen heiß. Und du stinkst aus der Fresse. Er lädt sie auf, 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 er lädt sie auf. Das war's. Ja! George, nach dieser Heldentat bist du bestimmt ein noch schlimmerer Shobi als vorher. Nico? Ich dachte, du seist tot. Kannst du eine Perücke immer noch nicht von echtem Haar unterscheiden? Aber ich habe gesehen, wie dich der Drache getötet hat. Nicht mich. Petra. Sie hat mich K.O. geschlagen. Ich bin gerade erst wieder zu mir gekommen. Wo ist sie hin? Sie ist wohl einfach verschwunden. Was machst du da? Pass auf. Oh, ich dachte... Dass eine Hand aus dem Wasser auftaucht und das Schwert auffängt? Ja. Bleib auf dem Teppich, George. Tja, das war's dann wohl. Ja, und da hatte George nicht ganz unrecht. Das ist nämlich das Ende von Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Vielen Dank an alle, die wieder einmal dabei waren, kommentiert haben, zugesehen haben und so weiter und so fort. Und ich möchte eigentlich gerade gar nicht über diese nette Melodie reden, deswegen halte ich erstmal die Klappe.
Ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich sag nochmal zum Schluss ein bisschen etwas. Und zwar vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Hier sind nochmal schön die besonderen, einen besonderen Dank an so viele Leute ausgerichtet. Oh mein Gott, ich kann sie gar nicht alle vorlesen. Ich kenne den größten Teil davon auch gar nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben die Welt wieder einmal gerettet. George und Nico haben es wieder einmal geschafft, das Böse zu besiegen. Susaru ist tot. Wo Petra ist, keine Ahnung. Es wird vermutet, dass sie vielleicht im fünften Teil wiederkommt, was ich aber nicht glaube. Vielen Dank an euch fürs Zusehen. Wir haben jetzt noch Baphomets Fluch 2, was wir spielen müssen, und Baphomets Fluch 4. Werde ich dann auch in den nächsten Tagen und Wochen beginnen. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder, da bin ich mir sicher. Und ich freue mich schon gewaltig auf Baphomets Fluch 5. Mal sehen, wie der Titel wird. Die Bilder und die gezeigten Videos bisher sehen ja ganz vielversprechend aus. Und ich bin mal gespannt, ja, worum es dieses Mal gehen wird dann. Und ja, die deutsche Synchronisation und die deutschen, der deutsche Release wird auch wieder stattfinden. Also werden wir das Ganze wieder auf Deutsch wie gewohnt zocken. Und ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Oh! Wir haben ja jetzt noch ein paar Extras freigeschaltet. Wusste ich ja jetzt gar nicht mehr so, aber ich würde sagen, wir gucken uns die trotzdem an. Ein paar Zusatzinformationen, das hatten wir bei Baphomets Fluch 1 schon mal gemacht, oder 2? Ich weiß es nicht. Ich möchte das jetzt hier ungern alles vorlesen, also werde ich das hier mal kurz einen Augenblick anlassen. Ihr könnt ja auch mal jetzt auf Pause drücken, wenn ihr wollt. Ich habe mir das auch schon mal alles durchgelesen. Hier geht es nochmal um die gesamte Geschichte von Baphomets Fluch 1, dem Teil, den wir auch schon gespielt haben. Und könnt ihr auch noch gerne angucken. Ich bin noch am überlegen, ob ich davon vielleicht mal ein Replay mache. Hier haben wir Baphomets Fluch 2, den wir auch noch gerade spielen. Nebenbei, da haben wir den hässlichen alten Clown. Ach, ich hasse Clowns, wirklich, ist so. Niemand mag Clowns. So, ne? Das war's hierzu. Dann haben wir noch Baphomets Fluch 2, der Spiegel der Finsternis. Nee, wieso, was habe ich denn eben gesagt? Das war doch gar nicht Baphomets Fluch 1, was eben 2, was eben gezeigt wurde. Baphomets Fluch 1. Jetzt kommt Baphomets Fluch 2, ja. Wo wir hier noch an den Docks rumgeschlichen sind. Und da das erste Bild da in Kuba, nee, wo waren das? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall befinden wir uns gerade dort und da könnt ihr ja schon mal einen kleinen Einblick erhaschen, was uns nachher noch erwarten wird. Aber okay. Oh, geomantische Energie. Aha. Ach, der Herr Tesla. Alles klar, okay. Ich habe von den ganzen Sachen nicht so viel Ahnung, von Energiefeldern und so weiter. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Kommentare zu. Geomantische Energie, die durch einen Menschen fließen, die mentalen und geistigen Fähigkeiten desjenigen verbessern können. Interessant. Und dann haben wir das Voynich-Manuskript. Ja, das hatten wir in diesem Teil auch. Ja, das Voynich-Manuskript wurde bis heute noch nicht entschlüsselt. 235 Seiten dick. Ja, gibt's sogar einen Wikipedia-Artikel zu. Und bis der Code geknackt wird, sollen wir vielleicht dankbar sein, dass das Voynich-Manuskript immer noch ein Mysterium ist. Genau, vielleicht ist das besser. Und hier gibt's dann noch einen Artikel zu den Tempelrittern. Ich mag die Tempelritter irgendwie. Ich weiß nicht. Ich interessiere mich eigentlich auch bloß für Geschichte, weil dieses Spiel mich eigentlich auf Geschichte gebracht hat. Also durch die Tempelritter und so weiter und so fort und die Kreuzzüge und so weiter, habe ich eigentlich erst wirklich die
die Freude am Geschichtsunterricht gefunden. Unglaublich. Aber na gut, was haben wir hier noch? Eine Concept Art Galerie. Ah. Hier haben wir nochmal die Nico mit alternativen Outfits, die da nicht verwendet wurden. Hier, so sah sie dann nachher schlussendlich eigentlich aus. Erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil 1. Zumindest der Kopf und die Haare. Ich weiß auch nicht wieso. Aha. Also sie hätten da ruhig ein paar mehr Sachen nehmen können. Ne? Hier haben wir noch den Kristall. Mhm. Krass, was für eine Arbeit das ist, das zu zeichnen, ne? Krass. Coole Sache das. Also so gut, also wer so gut zeichnen kann, der hat echt meinen Respekt verdient. Ja, hier haben wir nochmal den Tempel, wo wir vorhin drin waren. Die Horus-Statue. Grips Figure hier, genau. Ah, Susarus Office. Mirror's Chamber. Dressing Room Concept. Ah, interessant. Mascara. Cool, ey. Diese Bilder sind eigentlich. Boah, die sind genial. Ich liebe diese Spiele. Wirklich. Also, Hut ab. Immer noch eins der besten Adventure, die es gibt. Und ich bin mal gespannt, welche Adventure-Reihe wir dann irgendwann als nächstes spielen werden. Ich habe ja hier auf jeden Fall... Ach, hier ist Emin O'Mara. Ich habe ja hier auf jeden Fall ein paar Reihen an Adventuren hier, die wir auf jeden Fall zocken können. Ich habe... Also wir haben ja noch die Kunst des Morns, die wir noch spielen müssen. Hier ist nochmal Anubis. Ach, sieht das krass aus. Dann hier nochmal... The Grandmaster, ist klar. Da ist er nochmal, die fette Sau. Lubino. Hier der Wissenschaftler aus den ersten paar Folgen. Der Ritter. Das ist schon cool. Oh, krass. Krass. Ja, und jetzt geht es alles wieder von vorne los. Und das war's dann mit den Zusatzinformationen zu Baphomets Fluch 3. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.